Herzlich willkommen auch vom Berliner Senat zu dieser wichtigen Veranstaltung und zu dieser wichtigen Dialogreihe. Und wir sprechen ja heute über Olympische, über Paralympische Spiele im nächsten Jahrzehnt. Und das machen wir in einem Haus der Zukunft. Wo sollte man dieses Thema besser diskutieren als im Futurium? Von daher auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Und ich freue mich auch, dass wir diese Dialogveranstaltung, dass der BOSB diese Dialogveranstaltung ermöglicht und macht. Deine Ideen, deine Spiele. Genau darum geht es, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, was der Senat allein, für welche Vorstellung der Senat alleine hat, sondern es geht darum, Spiele mit den Menschen zu entwickeln. Auch mit den Berlinerinnen und Berlinern. Und deswegen freue ich mich, dass Sie alle gekommen sind, um Ihre Vorstellungen, Ihre Ideen mit einzubringen, weil so kriegen wir tatsächlich Spiele hin für die Menschen, von den Menschen. Und genau darum geht es beim Olympischen Gedanken, darum geht es bei den Paralympischen Spielen. Und ich finde, das ist eine ganz hervorragende Sache. Meine Damen und Herren, wir reden über die Spiele 2036 oder 2040. Und ich sage das auch wirklich ganz bewusst. Ich glaube, dass das Jahr 2036 eine enorme Chance ist. Eine enorme Chance für unser Land und auch eine enorme Chance für unsere Stadt Berlin. Die letzten Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren Spiele, die unter einer Diktatur stattfanden, unter dem Hakenkreuz. Eine Spiele des Hasses und der Ausgrenzung und der Ideologie. Und ich glaube, das Jahr 2036 gibt uns die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass Deutschland sich gewandelt hat, Deutschland sich verändert hat. Berlin eine internationale, eine weltoffene, eine diverse, eine bunte, eine vielfältige Metropole ist. Und das im Jahr 2036 der Welt zu zeigen, durch Olympische Spiele, meine Damen und Herren, ist eine herausragende Chance, das neue Deutschland in der Welt zu präsentieren. Und genau deshalb unterstützt auch der Berliner Senat die Idee der Olympischen Spiele 2036, oder 2040. Wir unterstützen das mit Nachdruck, weil, meine Damen und Herren, und auch hier bin ich dem BOSB sehr dankbar, weil ich die Idee großartig finde einer nationalen Bewerbung. Und ich sage das ganz bewusst. Eine nationale Bewerbung mit mehreren Städten, mit mehreren Bundesländern. Sie sprachen gerade schon an, wo dieses Dialogforum schon stattgefunden hat, wo es dann morgen noch in Düsseldorf stattfindet. Und ich glaube, die Idee einer nationalen Bewerbung ist großartig. Denn wenn ich mir allein Berlin anschaue, liebe Sportsenatorin, liebe Iris Spranger, dann bietet unsere Infrastruktur in Berlin, unsere Sportinfrastruktur, schon richtig viel für nachhaltige Olympische Spiele. Wir brauchen eben keine Millioneninvestitionen in neue Stadien, keine großen Investitionen in neue Hallen, sondern wir haben die Möglichkeit, durch die Idee der Olympischen Spiele, unsere Stadien, unsere Hallen fit zu machen, durch Sanierungsmaßnahmen. Und allein das spricht für nachhaltige Spiele, für eine nachhaltige Idee der Olympischen Spiele, wovon auch die Berlinerinnen und Berliner profitieren können. Weil in unseren Stadien, in unseren Sportstätten findet ja nicht nur Leistungssport, nicht nur die Olympischen Spiele statt, sondern dort findet eben auch der Breitensport statt. Also würde auch der Breitensport nachhaltig von Olympischen Spielen profitieren, meine Damen und Herren. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen spüren wir doch alle, wie wichtig Sport, wie wichtig Breitensport auch für unsere Gesellschaft ist. Wie wichtig der Sport für Zusammenhalt ist, für Zusammenkommen, für Disziplin, für vieles, vieles mehr. Und ich glaube, dass von der Idee der Olympischen und Paralympischen Spiele nachhaltig auch der Breitensport in Berlin profitieren wird, meine Damen und Herren. Und auch deshalb unterstützen wir die Idee der Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele in Deutschland im Rahmen einer nationalen Bewerbung. Und meine Damen und Herren, dass ich Berlin...
anbietet. Das zeigt unsere Sportinfrastruktur. Das zeigt die Begeisterung der Berlinerinnen und Berliner für große Sportveranstaltungen. Und dass Berlinerinnen und Berliner begeistert sind von sportlichen Veranstaltungen, das zeigen sie ja tagtäglich, wenn ich an den Berlin-Marathon denke, wenn ich an das ISTAF denke. Wenn ich aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, an die Special Olympic World Games denke. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich gehe davon aus, viele haben auch die Special Olympics verfolgt in Berlin. Der eine oder andere war vielleicht auch bei einem Wettkampf. Mir ging es zumindest so, dass die Special Olympic World Games Lust auf mehr gemacht haben, meine Damen und Herren. Die Berlinerinnen und Berliner waren begeistert. Die Athletinnen und Athleten waren begeistert von Berlin als Gastgeber, von Berlin als Sportmetropole. Sie waren begeistert von unserer sportlichen Infrastruktur. Und all davon, meine Damen und Herren, könnten auch die Olympischen Spiele profitieren und die Paralympischen Spiele. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam in den Dialog treten, dass wir gemeinsam Ideen entwickeln, dass wir Spiele hinbekommen für die Sportlerinnen und Sportler, aber natürlich auch für die Berlinerinnen und Berliner, für die Menschen in unserer Stadt, für die Menschen in unserem Land und dass wir deutlich machen können, dass Berlin die Sportmetropole schlechthin in Deutschland ist. Daniel Hohmann, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben starke Profisportclubs und wir haben auch einen richtig starken Breitensport in unserer Stadt. Wir haben eine tolle sportliche Infrastruktur. Wir haben Berlinerinnen und Berliner, die begeistert sind. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Spieler. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns hier gemeinsam im Dialog bleiben. Lassen Sie uns hier gemeinsam Ideen entwickeln. Und lassen Sie uns dann ein gemeinsames Konzept entwickeln im Rahmen einer nationalen Bewerbung, womit wir die Welt überzeugen, dass Deutschland, ja und vielleicht auch ein bisschen Berlin, genau der richtige Austräger solcher Spiele ist. Ihnen wünsche ich heute eine tolle Veranstaltung, tolle Diskussion. Bringen Sie Ihre Ideen ein, bringen Sie auch Ihre Bedenken ein. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der auch Bedenken hat. Ich finde, wir müssen darüber offen diskutieren und wie wir auch Bedenken ausräumen können. Denn am Ende des Tages, glaube ich, steht das, was Olympische Spiele bringen können, deutlich im positiven Bereich, meine Damen und Herren, nicht nur für den Sport, sondern auch für die Wirtschaft in Berlin. Und das darf man in diesem Rahmen, glaube ich, auch sagen und nicht vergessen. Ihnen allen einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, dass Sie sich im Rahmen dieser Dialogveranstaltung beteiligen.